Task Force Pineapple war eine freiwillige Operation von mehreren Spezialkräften, um über 1000 Flüchtlinge aus Afghanistan zu evakuieren. Sie wurde am 5. August 2021 von Scott Mann gegründet, einem ehemaligen Green Beret, um seine Kameraden der afghanischen Special Forces und seine Familie zu retten. Danach wuchs die Gruppe auf über 50 Mitglieder auf und plante ihre nächste Evakuierung. Pineapple Express. Im Schutz der Dunkelheit wurden über 500 Menschen durch eine Reihe von Verstecken geschleust, um sie unerkannt von den Aufständischen bis zum Flughafen Kabul zu bringen. Zur Bestätigung ihrer Identität mussten die Flüchtlinge ein Bild mit gelbem Ananas vorzeigen. Erst der Anschlag am 26. August, bei dem 196 Zivilisten und 13 amerikanische Soldaten ihr Leben ließen, bereitete der Evakuierung ein verfrühtes Ende. Trotzdem konnte Task Force Pineapple über 1000 Menschen retten, die andernfalls vermutlich niemals den Flughafen erreicht hätten.